bei meinem Zwillingsbruder Finn und stellt euch mal vor, die haben ein Rad ab und ein Riesenrad. Ja, das passt überhaupt nicht ins Auto. Dann wäre das Auto hier 3 Meter hoch, ne? Da könnt ihr gerne mehr einsteigen. Doch, mit der Lederhaufe kann ich nicht einsteigen. Also, wie gesagt, die haben ein Rad ab, das leid mir die in die Wiese, ja. Und das leid schon lang, da ist schon Gras und Blumen wachsen da raus. Habe ich gesagt zu meinem Fräulinchen, komm, ich hock mich schnell dahin und du machst ein Bild, ja, damit ich das meine Freunde und Freundinnen draußen zeigen kann. Ja, guck, ich hocke auf dem Rad, ja. Jetzt haben sie mich aufgeklärt und haben gesagt, das Rad ist so groß, weil es vom Traktor ist. Ja, Finnelein, sein Menschenbruder, der fährt mit diesem Traktor Holz, weil der Winter vor der Tür steht. Jawohl, ja. Und da braucht man ganz viel Holz und da muss der mit die Traktorholzfahrer gehen, ja. Und da ist ein Reifen kaputt gegangen und der leidet jetzt hier und ich hock jetzt drauf. Naja, also ich wünsche euch alle heute einen wunderschönen Sonntag und haben genauso viel Spaß wie ich und Finnelein gestern. Das war super klasse. Also, bis dahin. Tschüss, euer Merlin.